Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von LS19 Pharmatown. Heute wird ein großartiger Tag, denn wir sind heute hier bei dem Händlertag, bei der Händlermesse. Und ich selbst bin hier mit meinem Schlepper angekommen, aber ich habe mich hier natürlich auch mit Herrn Grünwald verabredet. Ich habe ja zwei Freikarten von dem Herrn Peters bekommen und der sollte jetzt gleich auch hier vor dem Messegelände erscheinen. Und dann werden wir uns heute mal ein bisschen die Maschinen in der Natur sozusagen in echt angucken. Dann wissen wir auch, was wir da später kaufen werden. Ganz kurz noch der Hinweis, die Performance ist heute wirklich nicht gut, denn der Landwirtschaftssimulator ist nicht dafür ausgelegt, so viele Maschinen zu sehen. Das, was ihr nämlich gleich sehen werdet, das ist großartig. Lasst da auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da für diese großartige Show. So, gucken wir mal, wann Herr Grünwald... Ach, grüß Gott, Herr Grünwald. Moin, Herr Meier. Na, Sie sind mit Ihrem Auto bzw. dem Auto Ihrer Eltern angekommen hier. Ja, richtig. Und Sie mit dem schönen John Deere? Ja, ich hab ja kein Auto mehr. Ja, das ist... Ja, ne? Ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich hoffe, Sie haben keine verbotenen Dinge dabei, ne? Ihr Sicherheitsbereich. Nee, ich nicht. Erstmal durch ich hoffe, die Schleuse. Sie auch nicht. Ein, zwei Dinge habe ich immer verboten. Seitdem ich hier bedroht werde, habe ich immer mein Klappmesser dabei. So, ich würde sagen, wir gehen mal hier rein. Willkommen. Mensch, ist ja... Am Ende gönnen wir uns hier noch ein Eis, würde ich sagen. Ganz viele Eisstände hier aufgebaut. Ja. Hier oh, jetzt... Oh, du liebe Zeit. Mein lieber Scholli, hier gibt's ja was zu sehen. Ja. Das ist groß, Herr Meier. Da müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hier... Wo wir jetzt überhaupt mit anfangen. Kennen Sie das hier? Minions-Fass? Ist doch ein Fass, oder? Auf jeden Fall ein Gewicht. Ja, das haben die alles im Fass gemacht. Das ist ja lustig. So, gucken wir mal. Also wir müssen erstmal vielleicht einen Plan aufstellen, sonst wird das hier, glaube ich, ein bisschen zu unübersichtlich. Ja. Was brauchen wir alles? Wir brauchen als erstes... Ja, was brauchen wir? Wir bräuchten eigentlich Mähtechnik. Wir brauchen Mähtechnik. Dann brauchen wir in irgendeiner Weise einen Schlepper mit Pflegebereifung. Ja. Und ja, sonst gucken wir mal, was uns noch ins Auge springt. Ja, richtig. Aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Sollen wir mit der Mähtechnik starten? Ja, würde ich sagen. Ja, denke ich auch. Müssen wir mal gucken. Also hier sind wir gerade bei den Grubbern und sowas. Obwohl, wir könnten vielleicht hier... Ja. Hier ist Klaas, da ist eine... Ach, gucken Sie mal, da hinten ist... Auch eine Kipper-Show noch, das muss ich mir auch mal kurz angucken. Das ist hervorragend, also wenn wir mal einen neuen Kipper... Vielleicht gucken wir uns das am Ende nochmal an. Aber jetzt starten wir hier erstmal mit dem wirklich Wichtigen. Guck mal, das sieht ja ganz gut aus hier. Mensch, das ist eine totale Reizüberflutung hier. das sieht ja gut aus. Was ist das denn hier? Das ist eine Ballenpresse, würde ich jetzt mal so behaupten, ne? Eine Quaderballenpresse ist das, ja. Aber schon relativ heftig, ziemlich groß, ne? Quadrant. Schönen guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ach, grüße Sie. Ja, moin. Wir sind auf der Suche nach Mähtechnik. Wir haben jetzt gerade eine neue Wiese gekauft für unseren Hof. Sie sind hier von dem Stand? Ich bin von der Werksvertretung von Klaas. Ah, okay. Dann haben wir ja hier schon mal einen kompetenten Mann. Also, wir sind im Moment noch ein bisschen unentschlossen. Es gibt ja zwei Optionen, wie man das machen kann. Entweder man baut sich ein Lager, Platz genug ist. Vielleicht haben wir auch noch die finanziellen Reserven. Dann bräuchten wir ein Paket bestehend aus Mähwerk, Schwader, Wender und Ladewagen. Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber das ist das, was ich schon so in Erfahrung bringen konnte. Ja. Und die zweite Option wäre halt, dass wir auf das Lager verzichten und Quaderballen pressen oder Rundballen pressen und die dann in einer Halle lagern. Wir sind noch nicht so ganz sicher, was da die bessere Option ist. Vielleicht können Sie uns da auch einen Rat geben, aber ich mache das auch so ein bisschen vom Preis abhängig. Also wenn Sie in Richtung Pressen gehen würden, dann sind Sie auf jeden Fall etwas teurer, wie wenn Sie es lose aufsammeln. Weil okay. Alleine darum, weil wenn Sie pressen, müssen Sie vorher vorneweg schwaden, müssen Sie pressen, müssen Sie die Ballen laden, müssen Sie die in die Halle schaffen. Hm. Und so weiter und so fort. Ja gut, das Schwaden, das brauche ich ja, glaube ich, auch beim Ladewagen, oder? Beim Ladewagen brauchen sie das auch, ja.
Aber da haben sie den Vorteil, sie mähen, sie schwaden und sie sammeln es ein und sind fertig. Ja, und das dachte ich mir halt auch, dass es da ein bisschen schneller geht, ne? Haben Sie denn von Klaas, haben Sie Ladewagen? Es gibt einen Ladewagen von Klaas, den haben wir leider nicht mit auf der Messe. Ach so, okay. Nehmen wir jetzt mal an, ich würde dieses Ballenpaket bei Ihnen kaufen sozusagen, also das komplette Programm. Was würden Sie sagen, wo liegen wir da preislich, dass ich da mal so eine Idee von habe? Also ich schätze, Sie werden so gegen 200.000 kommen. Für alles, also für... Für alles, Mähwerk, Presse, Bader, Wender. Okay. Gibt es auch die Option, dass ich Vorführstücke hier kaufe? Es gibt generell Messerabatte. Ja. Und jetzt wird's interessant hier, Grünwald. Je nachdem, wie viel Sie sich interessieren zu kaufen, kann man immer noch nachverhandeln. Okay. Also umso größer und das Paket, sagen Sie umso mal größer so, der Rabatt. So Prozentzahlen, mit was kann man da rechnen? Also der Messerabatt an sich wären 10%. Und dann kann man. Das ist ja schon fürstlich. Den Mengenrabatt, den kann ich Ihnen jetzt so aus dem Stegreif nicht sagen, das müsste dann Rücksprache halten. Nee, ist, Glaswerk. Da habe ich ja schon mal eine Idee von. Jetzt haben Sie das komplette Mäh-Equipment oder also könnte man sich hier auch ein bisschen was anschauen oder wie sieht das aus? Also ich hätte hier erstmal eine sehr schöne Glasquadrant 5300 Rotocut. Schon gesehen. Das ist eine Autocut, was ist das? Rotocut ist zum Stroh zerkleinern. Okay. Es gibt Betriebe, die tun ihren Kühen Stroh beifüttern. Ja. Und damit die Kühe das besser verdauen können, wird das Stroh etwas kleiner gehäckselt. Ah, das wäre ja nicht schlecht, ne? Wenn man das jetzt zum Beispiel nimmt, um die Kühe einzustreuen, ist das Rotocut nicht das Optimale. Kann man aber auch rausschrauben, die Messer, fürs Rotocut. Also ist das eigentlich die optimale Variante. Und ich denke mal, im Vergleich zur Konkurrenz zu wollen Glas mit dem Preis eigentlich ziemlich gut in der Größe. Alles klar. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. So wissen wir schon mal, woran wir sind. Wir werden uns da noch mal ein bisschen Alternativen angucken. Aber Sie haben jetzt, also Sie haben Schwader auch oder und Wender vor allen Dingen? Schwader, kommen Sie mal bitte mir hinterher. Ja. Ich hätte jetzt auf der Messe mit kein Schwader, aber diesen Wender. Aber ich glaube, das ist für Sie bald zu klein. Ich glaube auch. Wir könnten uns, E-Mails austauschen und da könnten wir Ihnen noch Angebote für größeren Geräten machen. Aber auf der Messe mit haben wir jetzt nicht so viel. Ich kann Ihnen ja meine Karte geben. Ja, das wäre super, wenn Sie mir die geben würden. Bitte schön. Dann würde ich mich dann nochmal melden, auch zwecks der Rabatte. Die Messe geht ja jetzt hier noch ein paar Tage, dann würde ich sagen, komme ich einfach nochmal vorbei. Ja. Eventuell. Hatten wir mal eine Freude. Okay, ja, ich danke Ihnen auf jeden Fall schon mal für die kompetente Beratung. Wir werden uns hier noch ein bisschen umschauen. Ja, tschüss. Danke Ihnen, tschüss. Okay, also Herr Grünwald, diese Glas-Quadrant-Presse da, die reizt mich schon, muss ich sagen. Ja, aber das ich sehe hier. Kein schlechtes Ding. Hier gibt es ja auch noch andere Hersteller. Irgendwie Kuhn, was haben wir hier? Nochmal Kuhn. Krone habe ich gerade gesehen. Entschuldigung, Sie gehören hier zu dem Stand, oder? Ja, Frank Köster, mein Name. Kuhn Vertrieb Deutschland, einen wunderschönen guten Tag. Grüße Sie. Tag. Hier wird man ja direkt immer von kompetenten Leuten empfangen. Wir waren gerade bei Klaas, vermutlich ihrer Konkurrenz. Wir Mitbewerber. Mitbewerber. Konkurrenz? Sie sagen Mitbewerber. Nee. Sowas gibt's nicht in der Landwirtschaft. Sie haben hier, wie ich gerade gesehen habe, auch einen Wender, ist das hier, ne? Sie meinen Sie hier den GF 8712 oder was? Wenn das Gerät so heißt, dann meine ich den bestimmt. Ja, steht dran. Genau, stimmt. Ja, das ist ein Wender und da vorne ein Schneidwerk. Wir haben jetzt eine Wiese gekauft und wir suchen im Moment so ein bisschen Equipment dafür. Sind uns noch nicht ganz sicher, ob Ladewagen oder Ballenpresse. Jetzt haben Sie hier ein paar Dinge vorrätig, beziehungsweise stellen auch hier ein paar Dinge aus. Was würde so ein Komplettpaket von Ihnen kosten? Also ich brauche ein Mähwerk. Erstmal, was haben Sie da alles für Mähwerke? Mähwerktechnisch hier haben wir aktuell nur, also hier hinten das GMD
4411. Mhm. Das ist ein Mähwerk, das hängen sie quasi hinten an ihren Traktor dran und das klappen sie dann zur Seite aus, in dem Fall zur rechten. Und wir haben von unserem Kooperationspartner Lely da hinten noch, wenn sie jetzt mal nach links schauen, ein komplettes Butterfly-Schneidwerk mit einem Frontmähwerk dran. Ja. Und ansonsten kann ich ihnen halt nur noch das Frontwerk Mähwerk anbieten in Kombination mit dem hier vorhandenen GMD-Schneidwerk. Dann haben sie quasi vorne und zu einer Seite eine Lösung. Mhm. Das wäre doch schon was für uns, Herr Meier. Also das finde ich auch nicht schlecht. Ich glaube, Herr Peters hatte uns das auch so ähnlich empfohlen, ne? Ja. Wie jetzt? Sie meinen jetzt das Lady-Front-Schneidwerk und unser Kuhn-Heck-Schneidwerk? Genau. Okay. Das ja, war das irgendwie so, halt so der Mittelweg. Flächen. Genau, für mittelgroße Flächen ist das quasi die perfekte Lösung. Ja, also wir haben eher kleinere Flächen, deswegen, also Herr Grünwald, ehrlicherweise muss ich sagen, mir würde auch schon hier so eins reichen. Was kostet denn hier so ein Schneidwerk? Meinen Sie jetzt unser Kuhn-eigenes oder die Fremdkauf? Das Kuhn-eigene. Das Kuhn-eigene. Das liegt so bei 15.000. 15.000, okay. Jetzt habe ich schon drüben, ich weiß nicht, ob das üblich ist auf solchen Messen. Ich war noch nie auf so einer Messe. Ich bin auch relativ neu noch, Sie merken es vermutlich, in dem ganzen Landwirtschaftsbereich. Aber ich habe jetzt hier bei dem Kollegen von Klaas schon gefragt. Der hat gesagt, bei denen gibt es auch Messerabatt. Da muss man natürlich immer sich ein bisschen ranhalten. Wenn die Dinge verkauft sind, sind sie verkauft. Aber wie sieht das denn bei Ihnen aus? Wie viel Machen Prozent sie gibt sowas der auch? Ihnen denn? Wie viel Prozent gibt der Ihnen denn? Das müssen Sie 25. Nehmen. Genau, 25. 30. Nee, 25. Also ich kann sagen, wir geben so roundabout 10%. Mehr 10%. Kann ich nicht geben. Okay, ich kann Ihnen von meiner Seite aus sagen, das war jetzt ein bisschen geschwindelt. Die geben auch nur 10%, aber ich denke, das ist auch so. Ich wäre jetzt auch stark irritiert gewesen, wenn der Kollege Ihnen für 30% Rabatt gegeben hätte. Also ich finde ja, also drei Sachen reizen mich jetzt hier. Dieser Schwader, das Schneidwerk oder das Mähwerk vielmehr von Kuhn und dieser Klaas Quadrant. Wir haben aber auch eine Ballenpresse im Angebot. Sie haben auch eine Ballenpresse. Mhm. Bei uns heißt es dann wohl Mastercut. Das ist ähnlich wie bei der Konkurrenz, dass es halt klein geschnitten wird. Und ich sage Ihnen, unser Vorteil, bei uns müssen Sie diese Schneidwerke nicht ausbauen, sondern Sie können sie einfach nur zusätzlich abschalten. Das heißt, es erspart Arbeit. Und unsere Presse ist sage und schreibe 25.000 Euro billiger. Na Mensch, wenn das kein Argument ist. Wir hatten die hier... ein Ausstellstück. Ich weiß aber nicht, ob diese noch hier ist oder ob die verkauft wurde heute Morgen. Da stand mal was zur Option. Aber keine Angst, es war nicht die letzte aus der Produktionslinie. Wir machen auch noch neue, wenn Sie eine bestellen. Aber dann leider ohne Messerabatt. Wenn Sie mir das heute alles stich- und nagelfest machen und unter einen Hut bringen, dann können wir auch noch über den Messerabatt reden. Das kann ich nicht. Heute kann ich es nicht machen. Vielleicht komme ich nochmal in den nächsten Tagen. Das geht natürlich auch. Die Messe hat ja noch ein paar Tage geöffnet. Aber das kann ich unmöglich machen. Ich muss mir das alles mal durchrechnen und überlegen. Ja, aber ich danke Ihnen erstmal für die Präsentation. Von uns haben oder nicht? Wenn Sie eins haben, schießen wir mal los. Ja, ich kann Ihnen nur anbieten, wollen Sie einen normalen Schwader, der liegt so bei 30.000 Euro, den haben Sie hinten gesehen, oder wollen Sie einen Bandschwader? Der arbeitet auf derselben Arbeitsbreite, zieht es halt nur zusammen und liegt bei 110.000 Euro. Wie viel war der andere? 30.000. Dann ist die Option, glaube ich, klar. Ich glaube, Bandschwader, das ist eine tolle Technik, aber das ist für uns too much. Okay, dann rechne ich mir das mal gerade aus, was Sie alles bräuchten. Also ich liege jetzt im Angebot ohne den Messerrabatt bei 175.000. Da können Sie dann nochmal 17.000... Mit Presse? Nee, ohne. Ja, mit Ballenpresse. Und ohne Messerrabatt wohl noch. Ja. Das heißt, das Ganze jetzt nochmal... Boah, Moment, wie hoch war der Preis? 166.000. Das sind 40.000 Unterschied. Wir kommen da nochmal drauf zurück. Wir schauen uns noch ein bisschen um, weil wir haben noch andere Dinge anzuschauen. Klaas ist natürlich irgendwie... Ich finde Klaas als Marke irgendwie sehr sympathisch, aber hier ist irgendwie das Angebot besser. Wir schauen mal weiter, aber ich danke Ihnen auf jeden Fall schon mal für die fachkundige Beratung. Sie müssen ja jetzt auch so sehen. Wir haben Sie eben ja ankommen sehen. Sie kommen ja mit einem John Deere und das Hellgrün auf das Dunkelgrün, das beißt sich ja, doch. Ja, ja, ja. Ich danke Ihnen. Geben Sie mir noch Ihre Karte, wenn Sie eine haben. Ja, bitte schön. Herzlichen Dank. Dann werde ich nochmal auf Sie zukommen. Vermutlich wird es das auch. Aber ich gebe mal jetzt noch keinen, ich leiste noch keine Unterschrift. Wir schauen mal weiter, ne? Tschüss. Tschüss.
Okay, Herr Grünwald, ich glaube. Ja, verlockend ist das eigentlich schon ja. gewesen, aber. Ja, mal weiterschauen, was der Tag noch so bringt, ne? Ach! Ist das. Herr Peters? Moin! Ja, und moin! Ich grüße Sie. Was. Sie sind auch hier. Ja, immer nochmal die neue Technik, die große Technik angucken, das ist ja doch ja. immer wieder interessant, ne? Ja, ist imposant hier, ne? Was man hier sehen kann. Ja, ich bin mit dem Jakobsen hier. Ne? Ach, wir hatten auch schon mal die Ehre, ne? Sie hatten mir mal irgendwie den. Sie sind vom Lohnunternehmen, oder? Genau, ich vertrete heute das Lohnunternehmen. Der Herr Hansen hatte keine Lust auf die Messe. Er mag das nicht so ganz. Das passt zu Herrn Jansen. Immer wenn ich den anrufe, habe ich das Gefühl, dass ich den gerade irgendwie beim Schlafen gestört habe. Wir wollten jetzt noch ein paar Trecker anschauen. Also wir suchen ja einen mittleren. Herr Peters, können Sie uns ja, Sie kennen ja den Betrieb. Wenn Sie Zeit haben, vielleicht können Sie ja mitkommen. Ja, bei den Treckern waren wir auch noch nicht, oder? Nee. Wollen wir da nicht mal hingucken? Ja, können wir machen. Ja, dann lassen uns doch mal da hingehen. Also ich nehme, ist das hier in die Richtung? Sie kennen sich hier besser aus, aber... meine, da hinten links auf der Ecke, ganz da. Ganz gegenüber von links? Den Füttermischwagen. Da stand, meine ich, auch Trecker, ne? Ja, habe ich glaub, eben auch so gesehen gehabt. Ich glaube, davor die Reihe auch. Ich glaube, hier auch schon. Ja, ach du liebe Zeit. Wobei die etwas groß sind, glaube ich. Ja, das würde ich auch noch sehen. Hier, Herr Grünwald, wir brauchen dieses Challenger. Was ist das eigentlich für ein Gefährt hier? Miststreuer ist das, Herr Mist? Meier. Ja, das brauchen wir. Herr Schneider, der beklagt sich doch immer, dass er so viel Mist hat auf seinem Hof. Das Ding brauchen wir, das werde ich ihm mal vorschlagen. Er soll kaufen. Wo liegen wir? Sie lachen hier schon. Wo liegen wir bei sowas preislich? Ach, Herr Töpfer! Ja, wunderschönen guten Tag zusammen. Was ist das denn jetzt hier? Dorftreffen? Ja, so trifft sich das Dorf wieder. Herr Meier, Mensch. Gut, dass ich Sie hier noch sehe. Mir wurde ja schon aus Insiderquellen gesteckt, dass ich Sie hier unter Umständen antreffen könnte. Haben Sie schon von der Verlosung gehört? Verlosung? Ja. Und zwar ist das so, dass ich von den Messebetreibern eingeladen wurde, über den Landhandel diverse Verlosungen zu starten. Jetzt bin ich gespannt. Da ich über den Dorfrat mitbekommen habe, dass sie unter Umständen überlegen, in die Viehzucht einzusteigen, ja. insbesondere für Kühe, ja. dachte ich mir, dass sie vielleicht an der nächsten Verlosung Interesse hätten. Worum geht's denn? Kann ich eine Kuh gewinnen? Nee, also genaueres kann ich da jetzt nicht zu sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es durchaus um Arbeitsmaterial geht. Ich soll jetzt hier an einem Gewinnspiel teilnehmen, wo ich nicht weiß, was es gibt. Okay, ich haben Sie mitgemacht, Herr Peters? Nee. Sie haben den Scheiß ja schon. Ja. Aber den Herrn Schmidt habe ich vorhin doch gesehen, oder? Ja, der war bis gerade eben noch hier. Herr Schmidt? Ja, der Herr Schmidt hat sogar tatsächlich teilgenommen an der Verlosung. Der hat allerdings einen dringenden Anruf bekommen. Der hat Probleme auf seinem Hof. Der ist leider schon wieder abgereist. Ach, Gott sei Dank. Herr Meier, das wäre doch was, wenn Sie ihm den Gewinn da gleich wegschnappen. Das müssten wir jetzt. Das ist auch schmackhaft. Das würde auf jeden Fall das Dorfklima ein bisschen verbessern. Ich überlege mir das mal. Das, meine Damen und Herren, war es aber von dieser Messefolge. Wir haben noch einiges zu tun, aber wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr jetzt an meiner Stelle machen würdet. Welche Kombination würdet ihr nehmen? Würdet ihr bei Klaas was kaufen? Würdet ihr bei Kuhn was kaufen? Oder würdet ihr einen anderen Händler bevorzugen? Sollen wir uns noch weiter umschauen? Oder sollen wir jetzt direkt zuschnappen und den Messerabatt mitnehmen? Und was glaubt ihr, wird für einen Trecker dann gekauft? Wir müssen ja auf jeden Fall jetzt mal langsam einen kaufen. Viele, viele Fragen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und ich lasse euch darüber abstimmen, ob ich ein Los kaufen soll oder nicht. Das könnt ihr entscheiden und ja, ich bin mal gespannt, was er sagt. 100 Euro, aber der Gewinn, wenn ich gewinnen sollte, wäre natürlich groß. Auf der anderen Seite 100 Euro zu verlieren, das tut auch ein bisschen weh. Gut, wenn euch diese grandiose Folge gefallen hat, die übrigens nur durch zwei Leute, durch zwei Mitspieler hier möglich geworden ist, die hier sehr, sehr viele Stunden rein investiert haben, dafür herzlichen Dank. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und wir werden das dann umsetzen, was ihr vorgeschlagen habt. Und ich werde es in die Verhandlungen einfließen lassen. Ist also ein einmaliges Angebot an euch, um hier so ein bisschen in der Messesprache zu bleiben. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.